Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Dennis Tornipot, Stefan Kofal und Lotto King Karl. MyBet EU präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. Lotto! Mein Freund, moin. So. Nimm Platz. Ja. Ah, das ist immer sehr aufrecht hier. Ja. Okay. Hier geht's zur Sache. Das macht einen schlanken Bauch. Ja, okay, das ist eine gute Idee. Na, das war unsere Intention. Ja. So, wenn das. Willst du anfangen? Ja, natürlich. Bitte. 0-0 in Bochum. Oh, ja. Als ich das gedacht habe, dachte ich schon wieder so. Ah. Genau. Na, dachtest du es auch? Ja, wenn man Spiele gewinnen will, muss man Tore schießen. Das ist ja auch der Sinn des Fußballs. Also viele Leute fangen auch an, Fußball zu spielen und Tore zu schießen. Mhm. Und das ist mal wieder nicht gelungen, leider. Mhm. Es war vom Fernsehen eine Qual. Also da kannst du hier noch ein paar Geräte auffahren. Dann ist es gut, da kann man nur dann leid singen. Jetzt, zum Glück sind wir ganz weit vorne mit HSV und der Aufstieg ist nicht so sehr gefährlich dieses Jahr, was ja wichtig ist. Eine Frage, du bist ja nun, wie gesagt, eingangs erwähnt, Stadionsprecher beim HSV und als solcher kaum mehr wegzudenken. Erzähl doch mal bitte, wie kam es dazu? Das kann ich noch ziemlich genau sagen. Also es war kurz nach 8 morgens, als Jens Pelikan... Welches Jahr? Vor 14 Jahren. Als Jens Pelikan, damals Geschäftsführer von More Marketing, mich anrief mit der Idee und sagte, du, es könnte sein, dass nachher was passiert, Medienpartner wechselt. Ich war damals Moderator bei Radio Hamburg. HSV, könntest du dir vorstellen, das zu machen? Und habe ich gesagt, ja, finde ich super, ich komme auch zu Fuß. und dann haben wir, also es war ein 10-minütiges Gespräch und dann habe ich nur gesagt, kann ich noch 2 Vorschläge machen über das, wie ich mir das vorstelle? Und dann sagte er, das wäre ganz gut, weil wir nachher auch ein bisschen präsentieren müssen. Und dann habe ich gesagt, ich bin dafür, dass wir einen zweiten Stadionsprecher mit dazu nehmen. Genau, und dann sagte er, ja, hast du da einen im Auge? Wieso? Ich so, naja, weil man im Stadion auch relativ große Wege hat. Und ich stelle es mir einfach unterhaltsamer vor, wenn man ein bisschen hin und her schalten kann. Und ich finde auch diese Situation im amerikanischen Sport ganz gut, wo mehrere Leute da sitzen und über sowas reden. Und dann sagt er, hast du einen im Auge? Und ich sage ganz ehrlich, ich war ein paar Jahre vorher von Energy gewechselt zu Radio Hamburg und Marek war auch mit mir zusammen bei Energy. Ich sage, du Marek, er hat gesagt, das passt super. Mhm. Der macht sowieso für den HSV einiges. Ich habe gesagt, muss sagen, wenn es zu viel Energy ist. Aber sagt er, nee, ich sage, okay. Ich sage, und dann wäre es lustig, wenn wir da live spielen würden. Und da können wir nachher mal drüber reden. Und sagt er, wie läuft das? Ich sage, du machst uns ein Angebot und wir sagen ja. Also die blödeste Entscheidung, die man nicht sagen kann, aber ich wollte es unbedingt. Und so begann das dann. Und jetzt hänge ich da immer noch fest. Und das machst du mit Pavel jedes Jahr. Ich bin auch immer beim HSV-Spiel, auch bei St. Pauli natürlich, weil ich bin der Hamburger. Und sie dann. Du bist ja bipolar. Bitte? Du bist ja bipolar. Keine Probleme. Die einzige Bipolarität, die Kalle. Und schön, dass du das gesagt hast. Dann wirst du dann auf der Bühne nach oben gehievt hier und dein Partner und Freund Pavel greift in die Klampe, du am Tambourin und dann wird Hamburg meine Perle geschoben. Ja. Wie kamst du diesen Song? Ehrlich gesagt ist das, also ich habe jetzt, also allein für mich, an 13 Alben mitgeschrieben. Ich schreibe auch noch für andere Künstler. Also ich weiß bei dem Song wirklich nur, dass wir uns damit lange rumgequält haben. Und ich weiß noch, wie wir in Barmstedt, ein kleiner Ort in der Nähe von Pinneberg, morgens saßen Thorsten Heinsch, Frank Itt und ich. Und Thorsten sagte, ich glaube, jetzt haben wir es. Und da war dann endlich dieser Song. Die Idee fanden wir immer super zu dem Song, aber irgendwie war die Komposition, alles hat ihn nicht so hingehauen. Und da hatten wir es dann endlich, vor ziemlich genau 20 Jahren. Mhm. Und seitdem? Und das ist ja immer so die Geschichte, so, hast du gemerkt, dass der Song ein so und so großer Hit wird und hast du sofort ein Lamborghini bestellt? Habe ich nicht. Aber wir waren ganz froh, dass man sagt, okay, dann ist das jetzt auch vom Tisch das Thema, weil der Song hat uns echt lange gefehlt. Wir haben bestimmt 3 Vierteljahr mit diesem Song sind wir schwanger gegangen. Ja, das ist ungefähr die Lieferzeit vom Lamborghini.
Nee, ich glaube nicht, das dauert länger. Da musst, ja, du, musst du Beziehung haben. Wenn du bei Real Madrid arbeitest, geht es wahrscheinlich schneller. Oder wenn du in einem der Istanbuler Clubs arbeitest, weil jeder Istanbuler Club hat im Stadion einen Luxusautohändler. Das fand ich auch ganz interessant, als ich mal da war. Ja, ja, ist ganz praktisch. Aber während des Spiels dann noch ein paar Wagen fertig werden. In der Pause, oder? Wenn du dein Handy benutzen darfst, kannst du noch sagen, ich nehme die drei vorne aus dem Fenster. Oder so. Wenn du noch twittern darfst. Ja, wer weiß, ja, genau. Aber du könntest dir, glaube ich, zwei Lamborghinis leisten, weil ich weiß, du warst zumindest vor ein paar Jahren, warst du, was wenige wissen, also Lotto Krinkal ist Moderator, Stadionsprecher, aber eigentlich vom Herzen her ist er Vollblutmusiker. Man mag es nicht glauben, ich habe es selbst erlebt. 3 Tage hintereinander die Colorline Arena, jetzt heißt die AOL Arena, nee, oder Barclay Arena, 12.000 Menschen 3 Tage hintereinander gefüllt. Gut, das waren häufig die gleichen Leute, die da waren. aber immerhin, das schafft keiner 3 Tage hintereinander die Halle zu füllen. Und wenn er im Stadtpark spielt, dann macht er oder hat schon gemacht 4-5 Mal hintereinander das Stadtpark mit 7.000 Leute gefüllt. Und es ist wirklich ein Rockereignis. Man muss es ganz einfach so sagen, man glaubt es nicht, aber ich war selber positiv überrascht. Meine Tochter wollte da hin und ich sagte, nee, ich will da nicht hin, dann wird mir Bier nass gespritzt und so. Da saß ich in der Loge und war so begeistert von der Musik. Muss ich wirklich sagen. Dankeschön. Und Lotto ist eine der die meisten T-Shirts, die meisten Merchandising-Artikel verkauft hier in Deutschland. Mehr als Manowar oder mehr als Metallica, ob das glaubst du oder nicht, bei den Konzerten. Na, von der Musik her kann ich mir das gut vorstellen. Na, das ist also, wirklich. Und Lotto, muss man auch fairerweise sagen, ab Hannover kennt ihn kaum jemand. So ungefähr, ne? Also, ja, ne, Fußball ja, aber jetzt als Rockmusiker oder so. Nee, wir haben auch schon in ich weiß, ich habe in München Kulturkonzert gemacht, überall. Ja. Aber es ist natürlich hier bist du ein Idol. Nee, da kann man so hin. England wird jetzt schwierig zu machen. Hier bist du ein Idol und ich werde es dir nachher mitgeben. Und zwar hast du einen Extrem-Fan, der oder die verheiratet ist mit einem Extrem-St. Pauli-Fan. Ja. Und sie ist extrem HSV-Fan. Okay. Und als sie heute hörte, dass du eben bei uns bist, hat sie ihren Mann dazu gezwungen, Michael Funk, gezwungen, ein Geschenk mitzubringen. Warum weiß kein Mensch denn hier? Ich zeig's dir nochmal. Das ist von, ganz schlecht von, in die Hand nehmen. Ja, kannst du nicht. Zeig's mir schon mal. Von Larissa, einfach frische Eier. Ja, die guten frische Eier. Die ich auch immer, ohne Scheiß, die ich immer bei Stani kaufe, weil das nämlich aus, glaube ich, Freilandhaltung, Wohnhaltung ist. Genau. Nein. So. Das sind unsere Eier drin, ist nur die Verpackung. Ich kaufe aber genau diese Eier bei Stani. Warte mal, du hast deine Eier da reingepackt? Ja, das ist genau der Laden, das hier ist genau der Laden, wo man seine Eier in die Verpackung tut. Aber jetzt wollen wir wieder weiterkommen, ich wollte das nochmal anschicken. Ja, dass du also wirklich musikalisch ganz weit, weit vorne bist und wie du schon sagtest, viele Alben eingespielt hast. Und das ist immer ein Ereignis, es ist wirklich ein Ereignis, es ist live, das muss man erlebt haben. Lotto King Karl live ist sensationell. Aber jetzt mal auf deine Tätigkeit als Stadionsprecher. Wie sieht der Ablauf aus? Ich sehe ja vorher, dass du dann, sieht man auf dem Bildschirm, dass du Interviews machst mit verschiedenen Leuten. So. Wie sieht jetzt ein Samstagnachmittag auf, wenn um 15.30 Uhr HSV aufläuft? Wie sieht dein Tagesablauf aus? Im Moment ist es leider nicht 15.30 Uhr. Ja, aber es war und es wird wieder so sein. Ja, also im Moment ist es natürlich so, dass es 13 Uhr, ja. Im Moment sind so Zeiten, dass man morgens los hat und denkt, muss ich selber nochmal spielen? Also es sind wieder die B-Jugend. Also wenn es 15.30 Uhr ist, dann verlasse ich etwa um 12 Uhr das Haus. Und bin um 1 da, dann haben wir eine Regiebesprechung, in der wir den Ablauf einmal, den wir aber vorher schon per Mail bekommen, einmal durchgehen. Und dann gibt es halt verschiedene Punkte und mit Öffnung des Stadions beginnt die Fanshow. Und dann gibt es halt Moderation zu verschiedenen Sachen, dann gibt es natürlich auch Werbung, dann gibt es auch Musik und dann gibt es halt, was du angesprochen hast, Gäste und Fakten zum Spiel, paar Sachen, die zwischendurch passiert sind. Manchmal gibt es neue Merchandising-Artikel, die dann vorgestellt werden. Es hat jetzt keinen riesigen journalistischen Anspruch, aber es geht darum, so ein bisschen die Leute zu begleiten, weil im Gegensatz zu anderen Ländern ist es in Deutschland halt so, dass die Leute auch schon relativ früh im Stadion sind. Mhm. Was ich persönlich auch ganz gut finde, weil ich habe das auch selber als kleiner Junge immer toll gefunden, dieses Stadion zu erleben. Ich finde es auch toll, schön. Aber in einem leeren Stadion zu sein. Ich finde, es hat so eine ganz eigene Magie. Und dann geht es so langsam zum Spiel hin. Und nach dem Spiel gibt es eine Abmoderation. Das war natürlich in den letzten Jahren oft sehr problematisch. Auch die Situation mit dem Abstieg, das abzumoderieren. Das ist ja insofern ganz sanft gelaufen, weil das letzte Spiel eigentlich gut war, aber es ist trotzdem abgestiegen worden, weil vorher war es eigentlich schon klar. Frage mal zwischendurch, wie lange hat es gedauert, damit du, bis du klarkommst, dass wir HSV zweite Liga...
Naja, es ist ja so gewesen, es war ja eigentlich schon relativ schnell und früh aussichtslos. Deswegen sind, glaube ich, das geht mir, glaube ich, so wie vielen anderen, man ist dann auch einigermaßen gefasst damit umgegangen. Bei mir war es so, ich war nach dem letzten Spiel gegen Wolfsburg zu Hause und um 7:30, als ich gerade das erste Mal so weit war, zu sagen, ich schalte den Fernseher wieder an, kriege ich eine SMS von meinem Freund Martin Engler, dem Sänger von Mono Inc. Der schrieb mir eine SMS, der war auf China-Tour. Hast du nicht Bock, einen Song, der dem HSV Mut machen kann, zusammen mit Joachim Witt aufzunehmen, aufstehen. Ja. Und da habe ich gedacht, wie geil ist das, also wenn er es geahnt hätte, sitzt in China, und ich habe ihn später gefragt, wie spät war es, hat er keine Ahnung, 4 oder also 4:30 oder 3:30 oder so nachts. Und es ist, er hat dann im Internet geguckt und festgestellt, er ist auch großer HSV-Fan, nur ist es tatsächlich so gewesen und insofern ging es dann auch gleich relativ schnell weiter, also auch mit so ein bisschen Hoffnung. Aber natürlich ist es auch bei jedem Spiel wieder, wenn man gegen Vereine spielt, die man sonst nicht im Stadion begrüßt hat, so dass man immer einmal noch mal kurz gucken muss, so, ah ja, das ist zweite Liga. Gott sei Dank halten die Fans dem HSV ja weitgehend. Also ich bin sehr überrascht, ja, sehr überrascht, das war sensationell. Das ist toll, also das ist wirklich toll, wie viele, es ist natürlich ein bisschen weniger als vorher, aber also es ist immer kaum und es ist der beste Zuschauerschnitt in allen zweiten Ligen in Europa, was ja der Kernmarkt im Fußball auch ist. So. Und dann hast du aber noch einen zweiten Verein. Barmy Guggenhaus. Richtig. Und ja, auch da läuft vor jedem Spiel, wir waren gestern da, auch ja, wenn sie jetzt gestern ausgeschieden sind aus, ja, dem Pokal gegen Osdorff, ein Lied von dir. Ja, mit einem das Barmbek ist ja noch gar nicht so lange draußen, oder? Moment, mit einem Barmbek ist von unserem ersten Album. Achso. Also aber es läuft noch nicht so lange. Doch. Aber im neuen Stadion? Haben sie es von Anfang an gespielt? Ja, 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 ja. Das ist ja sogar, dass das mitten in der Stadt steht, ja sogar hinten drauf. Also das ist ja, ja, da, das fand ich auch cool, also das, also Barmbek hat... Deine Band heißt ja auch Barmbek Dream Boys. Barmbek Dream Boys, ja, und der Song heißt Mitten in Barmbek und diese Zeile Mitten in der Stadt ist also relativ schnell adoptiert worden von BU. Wir waren ja auch nach dem letzten Spiel gegen Altona 93 auf dem alten, im alten Stadion sind wir ja aufgetreten, mhm, und sind in einem LKW, auf dem haben wir quasi auf der Ladefläche unsere Mini-Bühne aufgebaut, sind wir aufs Feld gefahren worden, es war ja dann auch egal, was mit dem Rasen passiert. Und die beiden Jungs, die vorne saßen, meinten nur, wir wollen jetzt 3 Tage nonstop in Wacken, wir haben nicht geschlafen. Und wir haben gesagt, also bitte vorsichtig fahren, weil so Schlagzeilen so darf man nicht umkippen. Und es war auf den paar Metern schon ein bisschen rückgelegt, aber es war natürlich super. Und wir haben das Konzert auch beendet, nicht wie normalerweise mit Hamburg meine Perle, sondern wir haben Mein letztes Geld gebe ich für Fußball aus gespielt. Und am nächsten Tag war die Saisoneröffnung beim HSV mit dann noch mehr Leuten. Und da hast du dann aber nicht Mein letztes Geld gebe ich für Fußball. Witzig, ich glaube, wir haben es auch gespielt, weil es eine ganz große Gruppe von Leuten gab, die wissen wollen, ob wir das nochmal spielen können. Die am Abend vorher tatsächlich bei BU waren. Also das ist auch ein Song, den wir sehr mögen, aber der natürlich nicht von uns ist, aber das ist ja eigentlich die BU-Hymne. Und ja, mitten im Barmbek ist ja so ein bisschen so die Zweithymne. Mhm. Und auch beim HSV Handball habe ich ja mit Vince Barth immer was gemacht. Wo kommst du her, wenn ich fragen darf, aus Handball? Aus Barmbek. Aus Barmbek? Ja. Barmbeker Jungs. Also ich hatte Barmbeker Briten haben wir früher gesagt. Ja, genau. In den ja, 60 ist Barmbeker Briten, oder der Bagaluden. Ich bin in den 60ern geworden. Ja. Barmbeker Briten, ja. Also ich bin nicht in den 60ern geworden. Nee. Nein. Ja, das kann ist auch eine Frisur. Ich bin im Mittelalter geboren. Deswegen seht ihr hier. Ja, ja, genau. Mein Zuhause hier. Nichts verändert. Nichts verändert. Deswegen gibt es keinen Handyempfang. Ganz neu, ja, brauchen wir nicht. Hier wird anders kommuniziert. Mal ganz was anderes, du hast ja nun in deiner Zeit als langjähriger HSV-Moderator oder Sprecher, hast du ja nun sehr, 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 sehr viele Personalwechsel miterlebt. Ja. Trainer, Spieler, Vorstände und. Und du hast ja alle, das weiß ich, wir haben uns jetzt am Mittwoch getroffen, dann warst du ja auch wieder mit dem Vorstand am Sprechen gewesen und mit Bernd Hoffmann. Nee, Bernd Wehmeier, unseren, den Clubmanager, der auch schon hier saß auf diesem Stuhl. Und in der Sendung oder andere? Ja, nee. Nee, der war hier auf der Sendung. Ja, nur auf der Sendung. Wir sprechen nur von der Sendung. Gut. Und mit wem hast du denn so immer noch, von denen, die alle da waren, immer noch guten Kontakt? Und wer sind so für dich Leute, wo du sagst, ja, die haben mich ein bisschen beeindruckt, positiv beeindruckt, über Schlechtes wollen wir nicht reden, das ist eine positive Sendung. Und wer ist da so Leute, die du da so erwähnen würdest, die erwähnenswert sind? Also ich habe immer noch Kontakt zu Sergej Barbares, zu Guy Demel, zu Mladen Petric, wenn sie da sind, Grabesen und Töfting. Das war auch so, Erik Meyer. Also das war damals eigentlich immer auch so eine Crew. Ich weiß nicht, wir haben damals, gab es mit dem HSV eine Besichtigung der Holzenbrauerei und
Auf euch fröhlich. Ja, Stieg Töfting, Erik Meyer und ich hatten einen Tisch für uns. Das war immer eine große Klasse. Das waren natürlich auch Spieler und so. Bei Trainern ist es so, ich bin befreundet mit Thomas Doll. Ich freue mich immer, wenn ich Hugh Stevens sehe, mit dem ich mal, aber das war sein Fehler, am Spielfeldrand aneinander geraten bin, weil es gab damals irgendeine Geschichte mit Raphael van der Vaart, der auf der Bank saß und da, wo ich eigentlich gestanden habe, war ein Kameramann und der Trainer dachte, der hat mit mir zu tun und brüllte mich total an während des Spiels. Und ich habe immer nur so gezeigt, so Radio Hamburg, das ist Fernsehen, das ist eine ganz andere Baustelle. Und ich wollte ihn jetzt aber auch nicht, ich wollte ihn zurückbrüllen. Ich habe früher Basketball gespielt, ich kann mich auch durchsetzen, aber am nächsten Spiel hat man ihm dann wohl gesagt, Alter, der Lotto hat das genauso genervt wie dich, dass der da stand. Und dann kam er so aus dem Tunnel und sagte so, oh Alter, dann haben wir einen Rotwein getrunken zusammen. Martin Johl, mit dem habe ich ein super Verhältnis gehabt, extrem netter Typ, ein Besessener vom Fußball. Bruno Labbadia ist ein Buddy von mir. Gibt schon ein paar Leute. Gab ja auch gute Zeiten. Ich traue auch immer noch so Leuten wie Thomas Uifalushi nach, der damals wirklich unter Tränen den HSV verlassen hat, um eine respektable Karriere hinzulegen, der in seiner Jugend auch ein Top-Eishockeyspieler war. Und als Tscheche bist du ja als Eishockeyspieler durchaus nicht gezwungen, weil die Armut dich drückt, Fußball zu spielen, sondern als Tscheche, Jaromír Jágr spielt glaube ich immer noch, oder jetzt glaube ich nicht mehr, aber da kannst du ja mit fast 50 noch NHL spielen. Gibt schon einige, aber es sind natürlich auch Leute aus einer Zeit, Raphael van der Vaart sicherlich auch, wo es alles ein bisschen entspannter ging. Damals auch ein unheimlich geiler Typ, Juan Pablo Sorín, war allerdings kaum auf dem Platz. War halt oft verletzt. Das die Faust immer. Gottes. Ja, weil er ja Frings angeschwert hat. Ne? Ja. Das war eine witzige Sache. Wen interessiert schon Maradona? Ja, es gibt ja auch die Faust Amors, das ist Max Kruse. Ja. Wer das Video kennt. Ja. Aber das ist so. Lass ihn mal wirken. Ja. Das ist das Los von Leuten, die prominent sind, dass dann irgendeine kleine Tussi, die gerne Spielerfrau werden möchte und die es nicht wird und dann sagt, okay, das Video, das sie ihm geschickt hat, und hier das veröffentlicht wird. Normalerweise müssten diese Frauen alle hier rein an den Pranger ausgepeitscht mit 47. Aber zunächst damit sie wissen, was ich gehöre. Kalle, das ist richtig, aber zunächst mal hat ja Max ihr das Video geschickt. Ja, natürlich, weil sie es wollte. Keiner schickt unaufgefordert solche Videos. Ja, so, aber der muss trotzdem erstmal machen. Also, der ist so 5 gegen Willi und ich meine, also, das ist ehrlich. Also, na gut, egal. Es ist Romantik auf eine andere Art und Weise. Ja. Ist auch kein HSV-Spieler, ganz kurz, wir sind schon. Unser Pony-Spieler ehemals. Ja. Weil wir ja nun nicht im Fernsehen sind, sind wir kein Zeitzwang unterliegen wir kein Zeitzwang. Wir haben jetzt schon über 5 Minuten oder 6 Minuten überzogen. Und wollen jetzt trotzdem langsam zum Ende kommen. Gibt es noch irgendetwas Besonderes aus deiner jetzigen Aktivität, was du uns mitteilen möchtest oder der breiten Öffentlichkeit mitteilen möchtest? Ja, also am 15.06. spielen wir zum 50. Mal im Hamburger Stadtpark. Das ist ein Jubiläum und das ist 50 Mal Hamburger Stadtpark? Ja, kann ich mir vorstellen, das ist gar nicht so alt. Das heißt also, ich könnte ausrechnen, wie oft er pro Jahr im Stadtpark spielt. Also ne? das ist schon sensationell. Ja, da freuen wir uns sehr drauf und das wird auch ein bisschen was Besonderes. Deswegen spielen wir dieses Jahr auch noch einmal im Stadtpark, weil wir lange hin und her überlegt haben. Muss ich mir gleich merken, 15. Ja, 15. Juni. Deswegen Juni oder Mai? Juni. 15. Also wir eröffnen diesmal nicht, schließen nicht ab, wir spielen so mehr in der Mitte, aber auch nach der Saison. Also wir haben auch keine Überschneidung mit den Fußballsachen und in diesen Tagen ist herausgekommen, nach fast 17 Jahren, die Blu-ray von Der letzte Lude. Ach, ja, stimmt, du hast ja einen Kinofilm gemacht. Ja. Nicht nur einen, Kalle. Nicht nur einen? Erzähl. Ja, ich bin nicht so bewandert mit diesen Milieufilmen. Ja, beim Deichkind mitgespielt. Und, ist das mit Chaka? Nee, Deichkind ist mit John Barron. So. Moin, liebe Lüd, ich bin Fide. Okay. Und ich bin Maler vom Beruf. Und dann habe ich mitgespielt bei Gut zu Vögeln. Ist ja normal. Ja, ist auch eine Eichinger Produktion, also eine Konzertproduktion gewesen. Band lebt ja da nicht mehr. Aber das ist aber Der letzte Dude, das ist eine tolle Geschichte, weil das sind ein paar Jungs vom Studio Hamburg. Das ist echt das ist so ein Liebhaber-Ding. Ja. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Es gibt einen Audiokommentar. Also du kannst nicht nur den Film auf Deutsch, Englisch, Finnisch und all die Sprachen, die man gerne hört. Es gibt auch eine Spur, auf der Steven Manuel, der Regisseur, und ich den Audiokommentar machen. Und es ist ein bisschen so geworden, als ob du mit uns zusammen den Film guckst. Cool. Und ja, das ist auch lustig, weil ich habe Steven nach dem Film, glaube ich, noch einmal in Köln getroffen.
Und er hat mich angerufen, weil der letzte Lude bei Schläferz lief und mich die beiden Jungs, also Peter Rütten und Olli Kalkofe, gefragt haben, ob ich mal als Gast vorbeikommen könnte. Bei Schläferz gibt es eigentlich keine Gäste. Und dann bin ich dahin, nach Berlin, haben wir da ein bisschen was gemacht. Und der hat, glaube ich, auch extrem hohe Einschaltquoten gebracht. Und dann rief mich Steven Manuel an und sagte, er wäre völlig gerührt gewesen, dass ich bei diesen Einspielern rund um diesen Schläferz-Film selbst aufgetaucht wäre, in ungefähr auch der Klamotte. Und ich habe auch festgestellt, diese Klamotte, ich habe halt sehr, sehr viel Haare dann und diese extrem dicke Bomberjacke an. Und ich wusste so, nachdem ich das 5 Minuten diese Brücke aufgehabt habe und die Jacke an, aber ich wusste, was ich an diesem Film beim Dreh gehasst habe, weil du schwitzt wie ein Ochse die ganze Zeit. Aber du weißt genau dieses Bild, dieses Motiv, wo du da aus dem Auto mit dem Arm raus hast. Das ist ja. ein Kultfoto, ja. das sehr, sehr viele Leute als Profilfoto bei Facebook haben. Also ich habe da ein halbes Dutzend Leute, der Zentrale die das machen. Ja, genau. Unter anderem, da habe ich auch mal gepostet hier bei der Beerdigung von Michael Luchting. Das Ganze. Genau, und deswegen ist es auch so, dass die DVD, also die Blu-ray, heißt auch Reloaded. Weil es ist Reloaded. Es hieß erst Reloaded. Und ich bin tatsächlich, also ich hatte einen Termin mit den Jungs vom Studio Hamburg und als ich die Treppe runterging, bei mir habe ich gedacht, ey, wieso Reloaded? Reloaded ist doch viel geiler. Und cool. Jetzt heißt es auch Reloaded. Und ich hoffe, dass das vielen Leuten gefällt und dass auch viele Leute Spaß an dem Audiokommentar haben. Das war wirklich auch rührend. Und das Lustige war, nachdem wir das gemacht hatten, waren Steve Manuel und ich noch kurz was essen. Und dann rief tatsächlich Axel Wedekind an, der auch in dem Film mitgespielt hat, der von all dem nichts wusste. Und das ist schon witzig, dass so diese alte Clique immer noch so Kontakt hat. Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch einen zweiten Teil, oder zumindest erst noch ein paar Leute Blu-ray kaufen. Ja, genau. Also, meine Lieben, kauft euch erst im Stadtpark. Erst Blu-ray und dann im Stadtpark. Genau. Und abschließend eine Frage, um wieder auf Fußball zurückzukommen. Was glaubst du, als positiv denkender Mensch, wie lange werden wir im HSV-Stadion von dir live gesungen Hamburg, meine Perle noch hören? Das kann ich nur so meinen Arzt fragen, keine Ahnung. weiß ich nicht. War der Telefonschalter still? Das weiß ich nicht. Also das. Weil du hast ja damals auch, ich habe das ja verfolgt, weil du hattest ja dich für Marek eingesetzt. Marek Erhardt. Übrigens, Marek Erhardt ist, was er nicht gerne hören möchte, um darauf reduziert zu werden, aber Marek Erhardt ist der Enkel von dem großen Heinz Erhardt, den bundesweit bekannten Komiker. Nein, das meine ich im Ernst, das ist so. Und als damals Hamburg, wie hieß er, was war das hier, der erste Sender, wo du warst? Radio Hamburg. Radio Hamburg, als die ging und ihr zum NDR, dann haben sie dich übernommen, wollten dich haben und haben bei Marek gesagt nein. Das heißt also, selbst wenn jetzt irgendwann ein anderer Sponsor kommt, ein anderer Medienpartner kommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dann weitermachen wirst, weil du einfach eine riesengroße Fanbase selbst hast und die Leute dich hören wollen und das gehört zum St. Paul HSV-Spiel dazu. Das gehört zum HSV-Spiel dazu, am Anfang meine Perle zu hören. Also das kann ich dir jetzt nicht versprechen. Also wenn es einen anderen Medienpartner geben sollte, dann werden die Karten komplett neu gemischt. Also das kann ich nicht. Aber die werden dich haben wollen, weil damals hattest du auch gesagt, nee, du bleibst da und bist dann trotzdem zum NDR gegangen, weil die einfach die... Ich bin aber nicht als Moderator zum NDR gegangen. Nein, nicht als Moderator, aber als Stadionsprecher. Weil einfach die Fans das wollten und das ist ganz wichtig und die, also ich kenne selber Leute, die mit mir mal ins Stadion gehen, die sagen, komm, lass uns rausgehen, weil ich gehe mal erst dann drauf trainieren, wenn der Ampfiff erfolgt ist, damit ich nicht die ganzen Leute da durchlassen muss und die alle sagen, nee, wir wollen raus, wir wollen Hamburg meine Perle hören. Also, mein Freund, wir danken dir recht herzlich, jetzt wie gesagt, das mit den Eiern, die kriegst du mit, das haben wir gesagt. Jetzt ist für dich auch nochmal die Frage aller Fragen. Geht ja nur. Was möchtest du für einen Kaffee haben? Natürlich den Ludenkönig. Der Ludenkönig. Wirklich. Ja, Reloaded, der Ludenkönig. Ja, gibt's doch her. Ja. Meine Liebe, ist wie Bernd das Brot, ne? Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, danke hier den Gästen im Saal, die so gut mitgemacht haben. Und wir verabschieden uns. Und vorne nochmal rauf hier unsere bezaubernde Nadine, befreie unseren Lolo King Khan. Applaus! Heute haben wir fast die Stunde voll gemacht. 58 Minuten. MyBelt EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig.
Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.